So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind gerade in Havanna angekommen mit einem etwas dicklichen Kaufmann, der doch ein bisschen komisch ist, aber vielleicht werden wir noch dicke Freunde. Er hat uns gebeten, auf den Kirchturm zu klettern, um dort den Aussichtspunkt zu aktivieren und uns ein wenig umzugucken. Ich muss jetzt erstmal nach der Kamerasteuerung schauen. Optionen. Allgemein, nee, Steuerung, Grafik. Bewegungsunschärfe ist an. Nee, Texturqualität, das ist alles nicht Kamera. Steuerung. Verfolgerkamera, X-Achse, normal. Controllerbelebung, Schiffsteuerung anpassen, nö. Nö, sehe ich jetzt so auf den ersten Blick nicht. Vielleicht kriege ich das irgendwann nochmal geregelt. Denn das immer, wenn er läuft, die Kamera nach links und rechts schwingt, ist zwar sehr schön, ist auch toll für mich, dass ich dann super spielen kann und ein tolles Feeling habe, aber für die Aufnahme natürlich nicht so gut. Kommen wir überhaupt hoch? Wohl nicht. Ach, jetzt ja. Und du bist ja ein Witzbold. Denn dadurch entsteht ja doch eine gewisse Unschärfe. Und die hat das Spiel einfach nicht verdient. So, na, bleibst du hier? Hallo? Runter mit dir, rechts rum, hoch. So schön. Eieieiei. Gut, mit dem Aussichtspunkt gucken wir uns ein wenig in Havanna um. Scheint eine relativ große Stadt zu sein. Ja, da hinten geht's auch noch weiter. Nicht mehr weit! Para! Halt durch! Guter Gott, was soll ich tun? Du sollst runterspringen. Hallo, ich drücke die Tasten. Ich kann nicht atmen. Mein Herz. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Den Taschendieb fangen. Ob ich das jetzt noch schaffe? Ich bin ziemlich im Rückstand, dadurch, dass ich erstmal versuchen musste, runterzukommen. Hast du Hotspot? Er ist ein Hotspot. Ich kann mit ihm über WLAN reingehen. Nicht mehr lange. Genau. Ach Mensch, häng dich doch nicht. Jetzt fängt er schon an wie bei Connor und wie bei Avelyn. Ja, wir müssen ihn aber in den Hafen jagen, wenn das so weitergeht. Ach Mensch. So kann es ja nur Stunden länger dauern. Ja, das ist eine Sache, die zwar mit rein musste. Ach, sei ruhig. Ist keiner impertinent. Und vor allem nicht inkontinent. Komm schon. Warum kriege ich ihn nicht? Da hat er einfach die Prostituierten zur Seite geschickt. Geschützt. Geschubst. Das kann er doch nicht. Darf er nicht. Bleibst du jetzt hier oder was? Ich glaube, ich soll ihn nicht töten. Geschafft! Jetzt habe ich ihn getötet. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Okay. Stede Bonne treffen. Hier ist keiner. Haut ab. Folgen wir doch garantiert wieder durch die ganze Stadt. So, ein Fragment bekommen. Wofür auch immer. Auf jeden Fall sind wir dadurch die Wachen los. Ich glaube nicht, dass die so begeistert sind, wenn wir hier reihenweise die Leute umbringen. Ich wäre es auch nicht an deren Stelle. Hier sind noch so viele Aussichtspunkte. Ach. Komme ich ja gleich wieder in Schwärmen. Animus Datenbank. Castillo San Salvador de la Punta. Hier oben sollen wir hoch. Und du bist uns feindlich gesonnen? Wohl oder übel. Aber wir haben ihn gut ausgeraubt und gut eliminiert. Warnung, Sperrgebiet. Ach Mensch, das hat alles keinen Sinn.
Ich glaube, die Steuerung mag mich nicht. So, noch einmal. Da sollst du hin. Macht er nicht. Ich muss auf den Ast rauf. Aber warum ist er denn gleich wieder runtergesprungen? Das darf er nicht. Habe ich ihm verboten. Innerlich. Ihr habt nichts davon gehört, aber es ist so. So schön. Das wollte ich sehen. Warum nicht gleich so? Können wir hier rüber schwingen? Ja, können wir. Eigentlich will ich hier nach oben. Was? Un momento? Hier ist kein Moment. Nicht für dich. Da oben müssen wir rauf. Hier brauche ich gar nicht her. Aber wie kommen wir da oben hin? Wahrscheinlich weiter außenrum. Nee, hier geht's nicht lang. Und das war richtig doof. Nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das machen wir später. Garantiert kommen wir da oben nochmal irgendwie hin. Vielleicht durch eine Quest, vielleicht auch durch andere Dinge. Mal sehen. Ich sehe schon, da vorne sammeln sie sich mittlerweile. Die Langeweile oder was? Gut. Sie werden nicht auf uns aufmerksam. Ist ja auch überhaupt nicht verdächtig, dass da jetzt einer irgendwo hinter den Burgmauern hervorgesprungen kommt. Ihr seid alle komisch. Muss mich mit der Stadt wirklich erstmal auseinandersetzen hier. Oh, und es soll ja eine riesige Karte sein. Man soll ja sehr viel machen können. Ich bin echt gespannt, wie sich Assassin's Creed Black Flag nun äußert, nachdem wir diese ganzen Teile schon durch hatten von Assassin's Creed. Die einzigen Teile, die dann noch fehlen, also ich kann schon mal sagen, während ich das hier aufnehme, ist Assassin's Creed Syndicate noch gar nicht draußen, sind ja dann am Ende nur noch Freedom Cry, Unity und Rogue. Und ja, ich habe früher Rouge gesagt, weil ich in der Annahme war, dass sie das U falsch gesetzt haben. Und ich hätte es dann irgendwie mit Blut auseinandergesetzt, ja. Rogue, Rouge ist rot. Französisch, glaube ich, für rot. Mensch, kommen wir hier auch irgendwo hoch? Da. Sehr schöne Kletteranimation. Das haben sie wirklich gut umgesetzt, ja. Kam ja irgendwie in jedem Teil eine neue Animation dazu. Zumindest leicht verändert. Hier soll noch ein Fragment sein. Das ist wahrscheinlich auf diesem Turm. Deswegen gehen wir einfach mal hoch und gucken uns oben um. Wow. Da ist es. Ein Fragment haben wir. Da vorne gibt es noch irgendwo eins. Okay, dann gehen wir runter. Oh, so geht's natürlich auch. Und da hinten. Okay, es kann sein, dass das da vorne irgendwo zwischen den Häusern ist. Dann können wir da auch später hin. Dann machen wir jetzt erstmal den Aussichtspunkt fertig. Damit wir uns beruhigt woanders hingesellen können. Ja, nette Städte, nicht ganz so eintönig wie die restlichen. Und der Aussichtspunkt war weiter unten oder ist der hier oben drauf? Nee, weiter unten. Ups. Zu weit gelaufen. Oh. Einmal synchronisiert. Ich fühle mich ja fast wie Zorro hier oben. Mit der Musik im Hintergrund. Fehlt nur noch, dass Zorro in Wirklichkeit ein Assassine war. Hui, schwupps. Ich sehe auch eine Seite, ein Schriftstück, das machen wir alles später. Wenn wir dazu aufgefordert werden und wenn uns das Ganze ein bisschen erklärt wurde, denn ansonsten greife ich schon wieder zu weit ins Spielgeschehen vor. Wir haben die ersten drei Seiten abgeschlossen und danach wollte ich das Spiel jetzt wieder starten, die ersten drei Folgen meine ich.
Und was ist passiert? Wir haben gerade mal 1% erledigt. Das heißt, das Spiel wird extrem lange gehen. Da müssen wir uns auch drauf gefasst machen, dass das garantiert nicht in 1 oder 2 Folgen erledigt sein wird. Ah, ja. Ah, wir sind am Ziel. Olle! Ist Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser? Hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Oh. Hey, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopf ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Hey, ich hab ihn gewarnt! Richtig, richtig, er hat ihn gewarnt. Du willst deine Abreibung? Ich geb dir eine. Jetzt hauen wir also immer zu. Klappt wunderbar. Na kommt, Leute. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. Na komm. Werfen. Ach so. Zweimal B drücken. Nächste bitte. A verletzen. X. Na, so klappt das. Und wir hauen einen nach dem anderen K.O. Ausgezeichnet. Komm, komm, komm. Ja, aber diese Moves gab's auch schon bei Connor. Corre! Ihr lasst mich doch nicht allein. Ich hol dich ein. Perro Inglés. Was? Rauchbombe. Wählen Sie die Rauchbombe mit dem Steuerkreuz aus und drücken Sie Y, um sie einzusetzen. Rauchbomben machen Ihre Gegner für einen Augenblick kampfunfähig. Sie können diese Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu fliehen. Ich werde fliehen. Nein, ich will fliehen. So. Ja, natürlich hängen wir uns wieder irgendwo fest. Ach, da kommen ja noch mehr. Weg hier. Da war ein Musiknotenzeichen. Na, die können das ja jetzt auch. Wie doof ist das denn? Wir wollen uns ja in Heuhaufen verstecken, aber das ist nicht so ganz einfach. Anonym werden. Mission beendet. Achso, sehr gut. Den Taschendieb rammen, mit Hilfe von Rauchbomben dem Kampf entkommen. Das haben wir geschafft. Geben Sie uns Feedback. Hm. Muss ich? Nö. Diese Erinnerung bewerten. Ach Gott, nein. Da läuft eine Schatztruhe. Aussichtspunkte 2 von 8. Was machst du hier? Du bist eine Schatztruhe. Kann ich ihn plündern? Nö, kann ich nicht. Muss ich aber auch nicht. Ich habe hier genug zu tun. Genau so. Schießt da jemand von unten? Muss ich mich erst um dich kümmern, damit ich Ruhe habe, oder was? So. Jetzt darf ich ihn hoffentlich mal plündern. 115 R und 4 Rauchbomben. Und das war's. Deswegen habe ich das jetzt veranstaltet. Doof. Egal. Wir wollen die ganzen Aussichtspunkte freischalten. Wir wollen Animus-Datenfragmente sammeln. Wir wollen auf die Karte gucken und auch mal sehen, wie groß Havanna eigentlich ist. Das ist das ganze Gebiet um Havanna herum. Ich weiß nicht genau, ob wir auch auf diese Inseln rauf müssen, die sich außerhalb befinden. Aber hier werden wir auf jeden Fall alles soweit freischalten. Ein Aussichtspunkt fehlt uns hier noch. Das muss diese Bastille gewesen sein, an der wir vorhin noch herumgeklettert sind.
Danach geht's also mehr in den Westen. Und hier ist die Stadtmauer zu Ende. Wahrscheinlich geht's dann schon wieder in ein ganz anderes Gebiet. Aber vorerst müssen wir hier wirklich alles entdecken und so ein bisschen freischalten, dass wir auch eine gewisse Übersicht haben. Wo sind wir? Wir sind jetzt hier. Hier gibt es lediglich noch eine Schatztruhe, vielleicht zwei. Da haben wir nur den Händler selbst. Aber ich sehe doch da noch was. Ist das eine Seite beim Händler? Direkt unter dem... Ach nee, das sieht immer so aus. Das ist von dem Kolben. Von dem Colt. Von der Pistole. So. Animus-Datenfragment. Das heißt, weiter nördlich, dann haben wir da auch noch eine neue Schatztruhe. Eine Leiche, die uns eine Karte geben möchte. Also Norden. Gehen wir erstmal nach Norden, gucken uns dort ein wenig um, nehmen vielleicht noch das ein oder andere Fragment mit, das sich hier oben befindet.